Christine Blaha ist eine Powerfrau. Sie leitet ihre Tanzschule mit viel Temperament und Herzlichkeit. 20 Jahre ist sie nun schon entschwächert und das wurde von der Wirtschaft honoriert. 4, vor, seit, Schluss und Absehen. Ja, nur so weiter, wenn wir gezeigt haben. Jetzt schauen wir, dann sollte man ein bisschen korrigieren. Seit 20 Jahren unterrichten Christine Blaha und ihr tolles Team mit Freude, Hingabe, Witz und, ganz wichtig, schier unendlicher Geduld. Kann man sagen, dass Tanzen ist ihr Leben? Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Wenn ich nachdenke, dass ich mit 15 Jahren, das war so 1975, zu tanzen begonnen habe, war ich in einer Tanzschule Elmeyer seinerzeit noch, hat recht viel Spaß gemacht. Dann in den Anfang der 80er Jahren war ich in einem Turnierclub. Das habe ich aber nie sehr ernst genommen, weil mir fehlte die harte Hand und die hatte dort niemand. Ja? Und das kann sich niemand alleine erziehen und ich auch nicht. Und so ist es dann vom Sporttanzen zum Gesellschaftstanz weitergegangen. Und mit den Jahren dann im Aushelfen in der Tanzschule habe ich dann die Ausbildung gemacht zum Tanzlehrer. Und seit 1992 bin ich fertig staatlich geprüfter Tanzlehrer. Und selber tanze ich seit von 75 bis jetzt dann 43 Jahre und unterrichten tue ich seit 93, 2003, 13. Also sind schon einige Jahre. 4, vor, seit, Schluss, Schritt zurück, Chasse, seit ab. Die Dame hinterkreuzt jetzt ihre Beinlinie, der Herr steigt an der Dame vorbei. Vorbei und wieder seit, Schluss und die Ferse, Chasse, seit. Ein Betrieb, der bereits seit 2 Jahrzehnten Bestand hat, stellt natürlich auch einen wirtschaftlichen Faktor dar. Es ist für die Wirtschaftskammer natürlich ein Freudentag, wenn wir einen Betrieb ehren können, der 20 Jahre hier am Standort Schwechat tätig ist. Und natürlich zeigt das davon Kontinuität und Wirtschaftlichkeit passen. Und damit kann man nur gratulieren. Natürlich, Tanzstudio ist natürlich auch für die Bevölkerung was sehr, sehr Wertvolles und für unseren Wirtschaftsball, da sehen wir dann immer wieder, welche Auswirkungen das hat. Ich glaube, dass das einfach wirklich eine 20-jährige Tradition mittlerweile hat, auch hier in Schwechat. Und es ist toll, wenn es ein Unternehmen gibt, von einer Unternehmerin geführt und 20 Jahre mittlerweile besteht. Gibt es da auch ganz viel Kooperation mit Frauen und Wirtschaft? Natürlich schauen wir immer wieder, dass Frauen in der Wirtschaft auch die Unternehmerinnen unterstützt. Das soll ja auch so sein und im Grunde ein Netzwerk und Kooperationen bildet. Und natürlich unterstützen wir uns da gegenseitig und schicken halt auch uns irgendwie, natürlich versuchen uns die Kunden natürlich zu schicken oder zu empfehlen und ja. Ich glaube schon, dass das ganz gut funktioniert. Aber zurück zum Tanz. Ein Faible von Christine Blaha sind ihre Tanzschuhe. Wir haben ein Tanzturnier gesehen, dass eine Dame ein schwarzes Cape weggegeben hat, eine Tänzerin, und dann ein wunderschönes Turnierkleid anhatte. Auf der Seite der Schuhe waren lauter Swarovski-Steine, alles glitzerte voll Strass. Und das hat mir so gefallen, da habe ich mir gedacht, und das muss ich jetzt auch machen. Ja? Habe angefangen, meine Schuhe zu bekleben und man sieht Meisterwerke von lang, lang her. Ist nicht in einer Woche entstanden, sondern das ist eine Sammlung schon von Jahren. Früher hatte man schwarze Schuhe, von denen kam man weg, dann kam man die bunten Schuhe, war auch nicht so optimal. Und jetzt mit den hautfarbenen Schuhen und den schönen Steinchen findet man dann eigentlich zu jeder Bekleidung den richtigen Schuh. Nach 20 Jahren am Standort Schwechat ist die Tanzschule eine Institution. Und ich weiß aus dem Bekanntenkreis und von den Unternehmen, dass sehr viele Paare das Angebot nutzen und auch von den umliegenden Gemeinden nach Schwechat kommen, um das Tanzen neu aufzufrischen. Ja, und es ist heute wie früher. Manche Paare finden in der Tanzschule zueinander. Tanzen verbindet, man sieht jetzt den zweiten Teil vom Herzchen. Der Herr aus der Herrenreihe, der plötzlich in den Tanzkurs kam und dann verheiratet wieder wegging. Ist es jetzt so, in einer Tanzschule zu Hause zu sein? Naja, am Anfang war es eine Umstellung, aber wenn man sich an den Betrieb mit den Leuten gewohnt hat, ist es kein Problem. Und es sind sehr viele Freunde hier und das verbindet. Wir haben unsere ersten Tanzübungen in der Tanzschule Schwechat begonnen.
Mittlerweile sind 10 Jahre vergangen und sind noch immer erstens begeistert und zweitens Schüler. Hat sie das Feuer der Christine Blacher ein bisschen angesteckt? Sie hat die Motivation und auch die Fähigkeit, Menschen an sich zu ziehen. Und was die Schule wirklich auszeichnet, ist, dass Können vermittelt wird in der Ästhetik, in der Perfektion und was andere Tanzschulen vielleicht nicht so haben, eben die Haltung. Dazu gehört viel Liebe, Geduld, Wiener Schmäh und Nerven aus Drahtseil. Im Fall von jenen, die dann doch 2 linke Füße haben. Ja, leider, die gibt es immer wieder. Aber das Positive daran ist, sie sehen sich nicht so. Ja? Wenn ich sage, du machst ja ganz was anderes als wie die anderen. Ach so, ich auch. Ich bin so glücklich dabei, warum auch nicht?